Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns den Himmel geöffnet hat, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, die ihr hier stellvertretend euch versammelt habt für unsere ganze Pfarrgemeinde, liebe mitfeiernde Pfarrgemeinde über die Medien, über 50 habe ich geschaut beim Hereingehen, Haushalte, die mit uns verbunden sind, seid gegrüßt am letzten Festtag der weihnachtlichen Festzeit. Danke denen, die die Dienste verrichten und auf die Weise jetzt auch hier sind. Es waren intensive 2,5 Wochen. Viel haben wir gefeiert. Trotz der Umstände, die waren, glaube ich, ist uns warm geworden ums Herz und haben wir den Schwung aufnehmen können, den das Weihnachtsfest jedes Jahr zu Beginn uns schenkt. Heute, wie gesagt, der Übergang in den Alltag, in die Zeit im Jahreskreis, wo wir Jesus als den erwachsenen Heiland erleben dürfen, der zum ersten Mal öffentlich auftritt und in seiner Taufe gleich ein Zeichen gibt für das, wozu er gekommen ist, was er hier auf Erden an der ganzen Menschheit bewirken wird, auch an jedem Einzelnen von uns. Bereiten wir dafür jetzt unser Herz, dass wir ihm, dem auferstandenen, erwachsenen Christus, in dieser Stunde begegnen können. Überall, wo wir uns selbst noch dem offenen Himmel verschließen und in uns selbst gefangen sind, wollen wir um Verzeihung bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach, er führe uns zum ewigen Leben. Hineingenommen in die liebevoll barmherzige Umarmung unseres auferstandenen Christus wollen wir ihm Lob und Ehre bringen. Musik.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott, der Herr. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glühenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verklemmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Wort des lebendigen Gottes. Der Himmel tat sich auf und eine Stimme sprach:
Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, vertragt ihr noch eine frohe Botschaft? Das ist ja wirklich eine Freude. Mittlerweile sind wir schon auf über 10 Festen und Hochfesten die letzten 2,5 Wochen. Nun, zu Weihnachten, da geht es immer ums Hören, ums Schauen, ums Vielschauen. Und dann ums Weitererzählen dessen, was man gehört und gesehen hat. Darum sind wir ja auch vom letzten Sonntag her in diesem Wort gestanden. Wir wollen Zeugen sein für den in Jesus nahe gekommenen Himmel. Übrigens, Papst Franziskus hat am Mittwoch an diesem Fest der Erscheinung Gottes, Epiphanie, Heilig Dreikönig, wunderbare Worte gefunden beim Mittagsgebet, wo er genau das betont hat. Das ist nur mehr ein neues Hinschauen auf das Ereignis der Geburt Jesu von Seite des Lichtes her, wie wir es ja schon ein Jahr lang uns zu Gemüte geführt haben. Und er bringt das so wuchtig, dass er einfach sagt: Jesus ist dieses Licht, dieser Stern. Er spricht von den Dunkelheiten, die in der Welt da sind, aber er ist der Stern. Und dann sagt er noch dazu: Wir sollen solche Sterne werden, die auf ihn und auf sein Licht hinweisen, Zeuge sein, dass der Himmel uns nahe gekommen ist, indem wir uns selbst erleuchten lassen. Eine schöne Bestätigung für unser letztjähriges Jahresmotto. Hat übrigens noch eine wunderbare Predigt gehalten an diesem Mittwoch, wo ich am Ende heute der Messe noch einen kleinen Impuls daraus geben werde. Jetzt aber zu unserem Zeugen sein. Bei den Heiligen Drei Königen am Mittwoch haben wir es auch betrachtet, dass sie ihm bezeugen mit ihren Gaben, wenn es euch erinnert, wer es gehört hat, und dass wir ihn bezeugen sollen
mit denselben Gaben. Ich möchte jetzt nicht mehr alle drei wiederholen, aber nur andeuten schon, besonders die erste herausgreifen. Die erste Gabe war das Gold. Bei ihm als Zeichen, dass er Herr des Himmels und der Erde ist, der messianische Friedenskönig, der das Reich aufbaut, das nie mehr vergehen wird. Im Gegensatz zu dem Reichen dieser Welt, haben wir ja auch gehört, hat auch der Papst gesprochen davon, die versuchen mit ihrem Prinzip die Macht über die Welt zu gewinnen, alle und alle sind immer wieder gescheitert. Jesu, Gott, hat ein anderes Prinzip. Er wird Mensch, er wird wie wir, er fühlt mit uns mit und nimmt uns dann mit auf seinem schönen Weg. Und unser erster Vorsatz war, wir wollen auch unser Gold geben, unseren Besitz, die Fähigkeiten, die Begabungen, die wir haben, einsetzen für dieses schöne Reich und auch unsere Mittel, unsere materiellen. Und da möchte ich eben noch eines rausgreifen. Ihr werdet es hören, die Sammlung von Dreikönigsaktion ist natürlich noch ganz woanders, als wir normalerweise sind, wenn wir von Tür zu Tür gehen. Da sind wir bei einem Viertel gerade einmal. Wer noch möchte und noch nicht die Gelegenheit hatte, kann man noch ergänzen. Aber ich möchte noch aufgreifen, die Sammlung, die sonst am 6. Jänner ist, die Sammlung für die Ausbildung der Priester in den armen Ländern. 80.000 Priester werden hier von dieser Sammlung der österreichischen Pfarren vom 6. Jänner finanziert. Unser Missiodirektor ist sehr in Sorge, was jetzt sein soll, wo keine Leute in der Kirche waren am 6. Jänner. Ich habe es in unsere WhatsApp-Gruppe hineingeschrieben. Wer möchte, auch den Link dazu gegeben. Das ist so praktisch jetzt. Man hat ja alles auf dem kleinen Gerätel drauf. Nicht nur die Gebetstexte, wie ich letztes Mal sagte, sondern eben auch die Beschreibungen, was da alles unterstützt wird. Und mit dem nächsten Klick ist man schon bei der Online-Spende und das Finanzamt hilft auch noch mit, weil man es ja wirklich sinnvollerweise absetzen lässt für den Jahresausgleich. Ein Teil davon quasi, der dann nicht versteuert ist. Also, ich möchte euch sehr bitten, schaut doch, das ist auch so ein konkretes Zeugnis geben, wo wir von dem, was wir an Gold haben, es gut anlegen. Ich glaube, ich habe sogar von dem Experten gesprochen am Mittwoch, der uns keine guten Aussichten gibt mit unserer Geldwirtschaft, weil ein Grundfehler drinnen liegt, seit Jahrzehnten und noch länger. Und der gibt zumindest auch den Tipp, was ihr an Geld habt, gibt es nicht denen, die ohne dass sie dafür arbeiten müssen, so viel der Zuschlag bekommen, sondern gibt es für Dinge, für Initiativen, die einen Sinn machen. Ja, das gefällt mir gut. Das wollte ich nur erwähnen, eine der Möglichkeiten, Zeuge zu sein für sein Königtum. Dass wir auch Zeuge sind für seine Gottheit mit unserem Gebet, mit unserer Freundschaftsbeziehung. Und dass wir Zeuge sind, dass er uns von allen Schmerzen, die wir auf Erden auch zu leiden haben, von aller Ungerechtigkeit, auch noch einen Trost und eine Hoffnung gibt, die Myrrhekörner, die er dann selbst an sich erfährt, die Bitterkeit. Das ist das dritte Zeugnis, das wir geben können, unsere Schmerzen auch ihm hingeben. Und damit kommen wir schon zum heutigen Evangelium. Heute hören wir wieder viel und sehen wir wieder viel. Wir hören zunächst den Johannes, den Täufer noch, der nochmal Zeugnis gibt. Nach mir kommt der Stärkere. Ich bin nicht der Heiland. Gilt auch für uns Christen. Keiner sollte je meinen, er bringt das Heil. Immer nur der, den wir bringen, der, auf den wir hinzeigen, der bringt das Heil für jeden Menschen. Und er sagt gleich noch dazu, weil er der Stärkere ist. Weil er an anderer Stelle sagt, dass der nach mir kommt, mir voraus war, weil er vor mir war, weil er der ewige Gott ist, der da Mensch geworden ist in Jesus, der Sohn Gottes. Das bezeugt Johannes einmal. Und noch was Schönes bezeugt, er sagt, ich habe euch nur dieses Zeichen der Wassertaufe gegeben. Schon gesagt, alle haben es nötig. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, Scharen von Menschen, bis hin aus der Hauptstadt sind sie zu Johannes durch die Wüste an den Jordan und haben das verstanden. Ja, es stimmt. Wenn ich ganz ehrlich bin,
muss ich zugeben, als Erwachsener noch mehr als als Kind. Wir haben in uns auch Momente, wir haben in uns auch ein Verhalten, wo wir uns so selber die Nächsten sind, dass der andere dran leidet. Und von dem spricht der Johannes, dass er sagt, kehrt euch weg von dem und lasst euch das vergeben, was ihr da bis dorthin so verkehrt auch immer wieder mal gelebt habt. Lasst es vergeben, ich zeige es euch mit dieser Taufe, mit der Wassertaufe, es gibt eine Reinigung davon. Wenn man eintaucht, dann wird man befreit, tut er gut, wenn man wieder gereinigt ist. Also das ist schon mal die positive Wassertaufe. Und er sagt aber dann dazu, der nach mir kommt, der, den wir jetzt in den Blick genommen haben, den wir schon so intensiv feiern, der macht mehr. Der wird euch nicht nur aufzeigen, wo ihr halt diese Reinigung braucht. Das tut er auch mit seinem Vorbild, mit der Art, wie er lebt, wie er redet, wie er sich verhält. Da erkennen wir ja erst, was bei uns noch verbesserungsbedürftig ist. Er wird euch nicht nur das zeigen, das war ja diese Misere, dass man da in der Moral, in der kirchlichen Moralverkündigung da stecken geblieben ist, jetzt ein paar Jahrzehnte, immer nur zu sagen, was ist, gehört anders oder ist falsch und jetzt konnte es keiner mehr hören. Sondern er wird euch zeigen, wie man aus dem Heiligen Geist, aus dem Guten heraus lebt, aus der Liebe heraus dann lebt und eben das Gute tut und nicht die, in den verkehrten Dingen steckt und damit belastet ist. Das wird er euch zeigen, sagt Johannes. Und dann kommt er. Und interessant, dass er sich taufen lässt. Er hätte es nicht nötig. Er war immer liebevoll. Aber er zeigt uns damit an, was er tun wird. Er wird sich hineinbegeben in dieses Wasser, das da voll diesem Schmutz der Lieblosigkeiten der Welt ist. Und jeder, der ein bisschen medial aufmerksam ist, kann es ja live bestätigt bekommen. Was ist alles da an Lieblosen und Schmerzhaften in der Welt? Sekunde für Sekunde wird das gelebt. Heute und früher auch. Und da begibt er sich hinein, der Sohn Gottes, und lässt sich da untergehen. Er wird sterben am Kreuz dafür. Nur er wird dann auch auferstehen in der Liebe Gottes. Er wird bestätigt werden, dass sein Weg der richtige ist. Der ist, der den Himmel aufmacht. Und der uns dann den Himmel aufmacht und unser Herz aufmacht für diese Wirklichkeit. Auch hier hat der Papst gewaltig gepredigt, letzten Mittwoch, über diese Liebe, die uns, also das Licht, das die Liebe ist. Freut mich, dass der Papst das immer so betont. Und uns dann lernt, dass wir auch so werden. Damit es dann auch für uns gilt, was er gehört hat und was er erlebt hat, dass wir merken, jetzt werden wir erfüllt mit Heiligem Geist. Immer mehr, ganz sanft, wie eine Taube. Das ist keine Taube, das ist Geist. Und jetzt hören wir leise in uns schon dieses: Ich liebe dich und es gefällt mir, wie du lebst. Ich habe Wohlgefallen an dem, wie du lebst. Da dürfen wir hin. Und das ist es, was Jesus vollzieht. Er lässt das Negative an sich auslaufen, geht damit unter, ohne dass er was zurückgibt, davon austeilt und lässt sich dann auferwecken und bestätigen und kommt in seine ewige Seinsweise. Und unsere eigene Kindertaufe hat dasselbe bezeugt. Christ, du wirst jetzt lernen im Laufe deines Lebens, dass du das so lebst. Wollen wir ihm bezeugen, dass er der ist, an dem Gott Wohlgefallen hat, weil er sich so hingibt fürs Gute, indem wir selber so hingebungsvoll werden. Das Negative auslaufen lassen, das können wir den Kindern schon lernen und als Große dann noch viel mehr leben. Übrigens, wer Schwierigkeiten hat damit, dass in der Heiligen Schrift so viel von der Umkehr und Sündenvergebung die Rede ist, naja, freut euch, wenn ihr sagen könnt, das lebe ich ja schon, das passt eh. Das, und dann sind wir dazu da, dass wir Gott loben dafür und leben ihm schon als Kinder Gottes. Und dann helfen wir halt denen, die da noch Schwierigkeiten haben. Ist auch noch genug zu tun. Also, dass man da keine negativen Aversionen bekommt gegen diese Verkündigung, sondern
aktiviert ist und bestätigt ist, ja, wir leben das mit, dieses Prinzip. Ich lasse das Negative auslaufen an mir, weil ich mich mit dem Heiland verbinde, in seiner Liebe, und ich erlebe Auferstehung des Guten immer mehr. Das wollen wir uns mitnehmen in diese erste Woche im Jahreskreis, die Woche des Zeugnisgebens, dass Gott an uns gefallen hat, wenn wir so hingebungsvoll wie Jesus leben, so versöhnend. Amen. So wollen wir unseren katholischen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So lasst uns in den Fürbitten vor Gott hintreten. Gott, du hast deinen geliebten Sohn in der Taufe bestätigt und mit Heiligem Geist gesalbt. Zu dir, der du uns in der Taufe zu deinen Kindern erwählt hast, rufen wir. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Mach deine Kirche fähig und mutig, das Evangelium mit der Milde des Geistes zu verkünden, ohne das geknickte Rohr zu zerbrechen und den glimmenden Docht auszulöschen. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gieße den Heiligen Geist in den Herzen der Menschen ein, damit sie friedlich und Eintracht und Gerechtigkeit miteinander leben und Zukunft verantwortlich gestalten können. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Bekehre die Herzen der Menschen zu dir, damit sie sich in tätiger Nächstenliebe den Bedrängten, Notleidenden und Ausgestoßenen zuwenden. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Begleite diejenigen, die im letzten Jahr in unserer Pfarrei getauft wurden, mit Menschen, die ihnen deine Gegenwart erfahrbar machen. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Sterbetag haben diese Woche Matthias Sinzinger, Pauline Perlberger, Karl Klaner, Hermine Wittibschlager. Schenke unseren Verstorbenen Anteil an deinem ewigen Frieden und tröste jene, die jetzt trauern. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Goldermann, Martha und Martina für verstorbenen Gatten und Vater und ganze Verwandtschaft. Du himmlischer Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, höre und erhöre die Bitten deiner Kinder, die auf dich vertrauen. Wir danken dir und loben dich im Heiligen Geist durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Thank you.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, himmlischer Vater, wir feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mache sie zum Opfer Christi, der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, Herr. Lasst uns danken dem Herrn und zum Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis deines Sohnes durch wunderbare Zeichen. Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als deinen geliebten Sohn, der auf Erden erschienen ist, als dein ewiges Wort, das unter uns Menschen wohnt. Der Geist schwebt über ihm in Gestalt einer Taube und bezeugt ihn als deinen Knecht, den du gesalbt hast, den Armen die Botschaft der Freude zu bringen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir, Vater, verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Den König, den Herrn. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit dem heiligen Severin, dem zweiten Diözesanpatron, den wir vergangene Woche gefeiert haben, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit unseren Jahresheiligen und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Frieden auf Erden für die Menschen, die guten Willens sind. So bitten wir ihn, der jetzt irdische Gestalt angenommen hat, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi, sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Hören wir das Wort des Johannes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Nehmen wir Christus auf, um ihm ähnlich zu werden. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen. Thank you.
Wir beten das Gebet um die geistliche Kommunion. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Ich liebe dich und meine Seele sehnt sich nach dir. Wenn ich dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnte, so komm geistigerweise zu mir. Umfange mich und vereinige dich mit mir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Dieser ist es, über den Johannes gesagt hat, ich habe es gesehen und ich lege Zeugnis ab. Dieser ist der Sohn Gottes. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit deinem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit auch sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verlautbarungen. Montag und Dienstag, 8 Uhr, Heilige Messe. Mittwoch 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe. Donnerstag, Freitag 7.15 Uhr Heilige Messe. Samstag 19 Uhr Vorabendmesse und Sonntag 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. In unserer Pfarre wurden bisher für die Sternsingen-Aktion Spenden in der Höhe von 2.072 Euro abgegeben. Danke allen Spendern. Spendenkuverts können gerne noch in den Pfarrhofbriefkasten eingeworfen werden. Danke auch den Sternsingern und Helfern für die Teilnahme am Gottesdienst am Dreikönigstag sowie für das Erstellen des Videogrußes. Jeden Freitag besteht im Anschluss an die Frühmesse ganztägig die Möglichkeit zum stillen Gebet vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Wer eine Stunde übernehmen möchte, bitte in der Liste eintragen oder einfach eine freie Zeit im persönlichen Anliegen vor Gott verweilen. Die eucharistische Anbetung findet derzeit im Theresiensaal im Pfarrheim statt. Die derzeitige Verordnung der Bischofskonferenz zur Feier der Gottesdienste gilt bis vorerst 17. Jänner. Teilnahmebegrenzung der nicht öffentlichen Gottesdienste auf 10 Personen. Sobald hier von der Bischofskonferenz über diesen Zeitraum hinaus eine Information vorliegt, wird diese umgehend bekannt gegeben. Seitens der Bundesregierung wurde das Ende des dritten harten Lockdowns nun mit 24. Jänner 2021 angegeben. Ich darf jetzt ein Danke sagen für euer Mitfeiern hier stellvertretend und zu Hause in eurer Hauskirche. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingerichtet, dass ihr voll hineingenommen werdet in den Gottesdienst. Ich bin froh, dass wir jeden Tag Messe feiern können. Ihr kennt meinen Spruch, wenn jeden Tag 10 Personen kommen, dann haben auch 70 die Gelegenheit, jede Woche an der Messfeier teilzunehmen, auch Christi zu feiern. Wir wissen es noch nicht, ob die Bischöfe mit 17. schon unsere öffentlichen Gottesdienste dann wieder gestatten. Es wird diese Woche noch verlautbart werden oder sonst eben eine Woche später. Darf ich noch einen Satz anfügen zu diesem Angebot der eucharistischen Anbetung? Das hat sich nämlich schon vergrößert, nicht nur am Freitag, sondern die letzte Woche seit Neujahr und schon davor haben wir eigentlich jeden Tag Beter, die im Theresiensaal bei uns im kleinen Pfarrsaal genügend Raum und alleine eine Stunde oder länger still vor dem Allerheiligsten leiblich gegenwärtigen Christus sind. Und das war die Ansprache des Papstes am Heiligen Dreikönigtag bei der Predigt. Er sprach davon, wir müssen zu Anbetern werden, alle Gläubigen als Zeugen der Anbetung. Und er sagt es sehr schön und sehr klar wie immer, das kann man nicht gleich. Das ist ein Weg, da
da muss man hineinreifen, so wie die Taufe nur andeutet, was er sonst werden soll als Christen. So ist es auch mit der Anbetung so, dass man mit 30 Jahren anders betet wie mit 50, sagt der Papst wörtlich. Und drei Tipps gibt er uns, die ich heute gerne noch weitergeben möchte. Er sagt, fürs Anbeten lernen muss man als erstes die Augen erheben lernen. Nicht nur den kleinen eigenen Horizont, Sorgenhorizont, sondern eben, was sagt denn die Offenbarung zur ganzen Menschheitsgeschichte, ihn in den Blick nehmen. Und er macht da wunderbare Sätze, die ich jetzt nicht anführen kann. Als zweites sagt er, Anbeter wird man nur, wenn man aufbricht, so wie die Könige. Auf einer Reise kommt man anders wieder zurück, wenn man was erlebt. Und so lädt er auch uns auch ein, wir sollen immer wieder aufbrechen aus unseren Vorstellungen und Gewohnheiten und Neues dazu erleben, hineinreifen, bis man ihm so empfänglich wird. Er sagt auch, die Schwierigkeiten, wenn wir sie annehmen, führen uns letztlich dazu, dass wir offener werden für die Wirklichkeiten Gottes und eben anbetender, auch dankbarer für die Zukunft, die er uns bereitet hat. Und als letztes sagt er noch, als Anbeter muss man lernen, durch den Schein der Welt hindurchzuschauen. Da unterscheiden sich diejenigen, die, wie sagt er immer so schön, die Weltlichkeit repräsentieren und die nur auf den äußeren Schein aussehen wie der Herodes, oder ob wir durchblicken schon im gläubigen Realismus und eben wissen, wer dahinter ist und was auf uns wartet. Ich kann es euch nur raten, auch das bei meinem Google-Computer, wenn ich ein V eingebe, dann kommt sofort Vatikan News. Das kann ich euch sehr empfehlen. Da könnt ihr dann die einzelnen Worte nachlesen, was der Papst uns mitgibt in diese Zeit herein. Gestern haben wir die 9 Tage beendet im Gebet zum Ende der Krise und dass daraus eine Gnadenzeit wird. Und wer möchte, ihr habt ja die Zettel oder den Text, das kann man sicher jetzt zu Jahresbeginn noch einige Zeit fortführen, dieses Gebet, diese Bitte. Jetzt wollen wir den Segen erbitten und dann in den Alltag gehen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet, denen ihr Zeugnis geben könnt. Der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Einen schönen letzten Festtag und geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.